Ich spreche weiterhin mit Robert Löhr. Er ist Journalist und Drehbuchautor und auch Autor, hat zwei Romane geschrieben. Und der erste Roman war Der Schachautomat, in dem es um einen Schachautomat geht, in dem aber eigentlich ein Mensch versteckt ist, ein kleiner Mensch. Und ich habe auf deiner Website gesehen, dass es für dieses Buch einen Trailer gibt. Und das hat mich sehr überrascht. Das war das allererste Mal, dass ich gesehen habe, dass es für ein Buch einen Trailer gibt. Und den sollten wir uns einfach mal angucken. Der ist zwar in niederländischer Sprache, aber es wird ja eigentlich nichts gesagt. Insofern ist das ganz okay. Und das fand ich wirklich belustigend. De Schachmaschine heißt es in Holländisch, sehe ich gerade. Der sieht ein bisschen aus wie ich, finde ich. Ja, das stimmt, durchaus Ähnlichkeit. Ja. Es ist also aufgemacht wie ein Filmtrailer. War das deine Idee? Nee, das war die Idee der Holländer. Irgendwie offensichtlich haben da so eine Art von Marketingmethoden schon mehr Übung oder wie auch immer. Jedenfalls haben die beschlossen, das eben anzutrailern auf, weiß ich nicht, in Buchhandlungen, in Bahnhöfen und solchen Sachen. Und es hat sehr viel gebracht. Der ist unglaublich gut gelaufen in Holland. Also dieser etwas reißerischer Thriller-Trailer hat dann doch irgendwie dem Buch weitergeholfen. Ist dir das in Deutschland schon mal untergekommen? Hast du das schon mal gesehen? Nee. Auch noch nicht. Also wäre eine neue Methode. Sind für sowas auch Literaturagenten zuständig? Das weiß ich nicht. Deutschland, ich weiß nicht, ob sich sowas in Deutschland durchsetzen würde irgendwie. Es wirkt noch ein bisschen zu. In Deutschland gibt es ja noch diese Literatur muss so ehrwürdig sein irgendwie. Und obwohl ich dagegen ankämpfe, glaube ich, sowas braucht noch ein paar Jahre, bis sich sowas durchsetzt bei uns. Also bis entweder die Verlage oder aber auch die Agenten so weit sind, dass sie vielleicht solche Methoden anwenden. Ich glaube, wenn dann eher die Verlage als die Agenten, denke ich.